Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch beim letzten Mal vergessen, was zu zeigen. Und zwar, das möchte ich heute nachholen. Ich guck mal, ob das irgendwie, man kann hier, ja, man kann schon versuchen, hier unten irgendwie hochzukommen. Wir machen es aber mal von oben, von unserer Base. Dann laufen wir mal südwestlich wieder runter, weil ich habe hier extra nochmal dieses Ei markiert. Hat folgenden Hintergrund. Dort hinten wollte ich euch in der letzten Folge noch was zeigen. Ja, das ist so eine Wegemarkierung oder wie immer das Teil heißt. Da habe ich mich richtig geärgert. Da sind wir wirklich dran vorbeigelaufen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir werden ja noch ein kleines bisschen Ausdauer regenerieren. Werden uns oben noch mal kurz hinsetzen. Werden uns da den Ausgeruht-Bonus holen. Übrigens, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie weit seid denn ihr mit dem Ausgeruht-Bonus? Geht das Ding garantiert dann irgendwann mal bis 30 Minuten oder bis 40 Minuten? Habt ihr da irgendwie einen Plan davon? Weil ich weiß, dass ich in der Mainbase, also ne, zumindest bei uns im Grasland, haben wir ja Gemütlichkeit 13. Wahrscheinlich haben wir da noch irgendwo ein paar Möbelstücke rumstehen oder irgendwas, was noch fehlt. Ja, also wie gesagt, und dann interessiert mich einfach mal, wie weit kann man diese Gemütlichkeit treiben. Ne, es gibt ja jetzt andere Spiele, die dieses System ähnlich übernommen haben. Und ich finde das nach wie vor, ich finde das super. Also die Gemütlichkeit gerade mit Regeneration und so weiter und so fort, ist schon geil, wenn man sich daran hält, ne? So, jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Wir laufen wieder runter zum Ei. Ich möchte euch unbedingt noch was zeigen an dem Ei. Und zwar diese Wegemarkierung. Pfeile habe ich wieder mitgenommen. Wir müssen auch wieder unbedingt... Ja, wir brauchen mal wieder Stuff von allem. Wir müssen unbedingt mal wieder alles mitnehmen. Hier unten war ja das Ei. Schaut mal. Da unten. Hier. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das, was ich euch letztes Mal zeigen wollte, war hier hinten. Ist hier hinten. Schaut mal, das ist eine... Also entweder ist das eine Wegmarkierung oder... Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Vielleicht steht da irgendwas dort. Ah, da steht irgendwas dort. Okay. An dieser Stelle lieferten sich Otto und Björn einen mächtigen Zweikampf, um zu entscheiden, wer den schönsten Bart hat. Jetzt muss ich Björn diesen Stein meißeln, um zu sagen, dass der Bart von Otto so hell und schön ist wie ein Kornfeld im Sommer. Möge der allmächtige Thor meinen eigenen Bart aus meinem Gesicht reißen, wenn ich lüge. Alles klar. Also wie gesagt, da gibt es hier immer noch keine Wegmarkierung. Wahrscheinlich ist das so, dass wir nach wie vor immer noch in die Höhen rein müssen. Wisst ihr, was ich meine? Moin! Ja, du darfst schön... Du darfst brennen und dich gleichzeitig vergiften. Ja, macht schön gezielt. Wir können, also irgendwie ist hier ein Bug drin. Meine Lieben, ich muss mal kurz resetten, bin sofort wieder da. So, meine Lieben, und da bin ich wieder. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt na, relativ mal erledigt hat. Das wollte ich euch im Prinzip zeigen hier unten. Das können wir jetzt im Prinzip, können wir es wegmachen. Und jetzt wischen wir hier dort oben, diese Höhle wischen wir jetzt besuchen. Ne? Ich habe die extra markiert. Die Höhle übrigens hier in der Mitte, die habe ich schon weggemacht. Es gibt hier keine Höhle. Also entweder habe ich mich da tatsächlich verklickt oder ich habe irgendwo was gesehen, was halt nicht existiert hat. Ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass wir an die nächste Höhle rankommen. Und übrigens... Es gab ja noch hier unten irgendwo. Ich überlege gerade, wo das war. Da war das Silber. Hier oben war irgendwo ein Haus. Ja, das sehen wir gleich. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Ah, nein. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich die Dinger. Ich mag die langsam überhaupt nicht mehr. Weil die kommen immer zu den schwierigsten Zeitpunkt gelaufen und dann... Ja, jetzt haben wir natürlich den Ausgeruht-Bonus nochmal. Aber wisst ihr was? Egal. Dann kämpfen wir uns halt mal ohne durch. Das wollte ich genau. Hier hinten ist dann die Höhle. Der ging doch tatsächlich vorbei, der Pfeil. Ja, jetzt haben wir mal tatsächlich mal ein paar Treffer eingesteckt. Da darf sich gerne rumdrehen. So, der eine ist weg. Den anderen haben wir schön getroffen. Schade, nicht direkt ins Gesicht rein. Aber schön von hinten gekillt. Wunder, wunderbar. Hey! Na, so weit runter wollten wir jetzt aber nicht hier. Schade.
Und hier gibt es nämlich auch wieder so ein Wegekreuz. Ja, aber wenigstens sammelst du die Teile wieder ein. In gewisser Entfernung. Ich weiß nicht, was das manchmal ist. Hier, schaut mal. Vielleicht ist das so ein Wegemarkierer. Wo ist denn das? Ja. Da ist die Drachenmutter. Schaut euch mal bitte an, wie weit das entfernt ist. Da ist die Drachenmutter. Das ist Wegemarkierung. Boah. Und da hinten ist die Höhle. Schaut mal. Da mische ich heute mit euch rein. Das müssen wir uns heute anschauen. Was es da so Schönes gibt da drin. Und das Ding, es wird auf jeden Fall wieder spannend. Das garantiere ich euch schon mal, weil ihr wisst ja, in diesen Höhlen ist dann immer, ja, hier oben ist noch ein Ei. Das könnte man vielleicht auf dem Rückweg holen, wenn hier nicht so viel drin los ist, wobei hier ist garantiert sehr viel los. So, mein Lieben, also, da sind wir drin. Ja, wie immer, wir müssen erstmal alles aufsprengen. Da sage ich doch nur eins dazu. Moin! Hier hinten warten sie schon, die Ersten. Das Schöne ist, dass die brennen und gleichzeitig sich vergiften. Was war denn das? Na kommt schon. Sehr schön. Also, da gibt es halt nur Lederreste dazu. Das ist aber auch erstmal egal. Wir kommen hier an zwei Seiten runter. Also ich sag mal, es ist relativ dunkel. Aber ihr seht noch relativ viel. Ich sehe es auf... Es kommt wieder Fledermäuse. Vorsicht. Es geht wieder weiter. Nein, das sieht so schön aus. Diese Höhenmarkierung, die sehen echt so toll aus. So toll. Oha. Dort hinten ist irgendwas in der Ecke drin. Habt ihr es gesehen? Hier gibt es auch nochmal Höhenmarkierung. Schön, sehr schön. Oh, genial, Kristalle. Zum Glück haben wir nicht nur Lebensenergie mitgenommen an Bufffood, sondern zum Glück haben wir auch so eine gesunde Mischung mitgenommen. Ne? Vor allen Dingen, was uns heute wirklich hilft, ist dieses Wolfsdörrfleisch, weil das bietet genauso viel Ausdauer wie Lebensenergie. Und das nehmen wir dann gerne mit, ne? Auf jeden Fall. Das sind diese Kristalle? Gerne, Dankeschön. Und hier hinten, wie es aussieht, gibt es auch nochmal Kristalle, hä? Ja, okay. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Im Gegenteil. So, dann hätten wir schon mal den Part 1 der Höhle hier absolviert. Sind wir schon mal unterwegs. Wir hätten jetzt auch mit einem Lagerfeuer, glaube ich, hätten wir hier noch ein ganz kleines bisschen regenerieren können. Ne? Also, wenn wir hier ein paar Steine und Holz hätten, dann könnten wir hier sogar, wir könnten hier sogar so eine Art Lagerfeuer hinbasteln. Ne, wenn wir Steine und Holz hätten. Wir haben aber leider gar nichts von beiden. Aber es wäre möglich. Es wäre zumindest möglich. So. Ab zur nächsten Tür. Oh, hier gibt es links und rechts. Hier geht es tatsächlich links und rechts runter. Boah, das ist fies. Das ist mal echt fies, ne? Ich hab's schon gehört. Aber sehr geil gemacht. Mega, mega geil gemacht. Alleine, dass sie mit diesen Steinformationen hier davor dann Schnee hier in der Mitte säuselt und kräuselt alles runter. Super toll gemacht.
Da kommt ihr leider aber auch nicht weiter. Weil hier gibt es nur noch die wunderschönen Höhenmarkierungen. Hier geht leider gar nichts. Wir müssen andersrum runter. Meine Lieben, wir müssen hier andersrum runterlaufen. Wunderschön, wie das aussieht. So, also das sieht echt geil aus. Ich sag mal, von dem Grafikstil, gerade von dem Schnee hier und den verschiedenen, ich sag mal, Lichteinfallwinkeln und so weiter und so fort. Also das ist mal grandios. Das haben sie echt gut umgesetzt. Oh, wieder zwei. Da geht's leider nicht weiter, schade. Hier geht's tatsächlich weiter. Und herzlich willkommen. Na, Holztür. Fleischhäufen. Innereien. Knochen. Alles sehr lecker. Denk dann, hier gibt es wieder das Jute. Oder den Jutestoff, ne? Nehmt ihn bitte mit. Sehr geil. Fenris Klaue. Fenris Haarschopf. Hier vorne hängt auch noch was in der Gegend rum. Diese kleinen Eingänge. Gerade mit diesen. Mit diesen Vorhängen. Die's, also. Hat was. Ach, schade, das war's. Das war's. Mein Lieben, wir sind durch. Das war mal eine relativ kurze Höhle. Bin ich offen und ehrlich. Aber im Gegenteil. Hat trotzdem Spaß gemacht. Leider geht's hier nicht weiter. Das war's. Was könnten wir noch mit den... Könnten wir hier noch was mit diesen Feuerpfannen anstellen. Geht nur noch ein bisschen... Ah, ein Bronze. Genau, ein Bronzeteil könnten wir hier mitnehmen. Dankeschön. Immer gut. Nehmen wir mit. So, und dann war es das hier. Und sollte ich noch einen Ausgang verfehlt haben? Wie gesagt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich glaube es aber nicht, weil wir haben ja so gut wie es geht alles erkundet. Wir haben ja echt alles erkundet. Das war aber schon extra, extra fies gemacht, ne? Dass wir hier links und rechts rein müssen. Aber schön. Wunderschön. So. Und dann würde ich mal sagen, rauf auf die Karte. Und dann haben wir die Höhle. Warte mal, wir machen da mal den Punkt dran. So. Ah. Und dann werden wir einfach die Höhle durchstreichen. Okay? Und schon geht's weiter. Schon geht's weiter. Ja, mittlerweile ist wieder Abend. Und hier gibt es dann noch ein Ei. Hier oben gibt es ein Ei. Und dann hier hinten gibt es dann die nächste Höhle. Da müssen wir mal ein ganzes Stück laufen. Vor allen Dingen müssen wir hoch zu. Das ist ja das Gebirge. Es ist halt nun mal so. Übrigens, ich kann es schon mal vorteasern. Das nächste Bio, meine Lieben, wird deutlich weitläufiger. Aber auch viel zäher und schwerer. Aber da müssen wir nicht so weit, da müssen wir hier nicht so weit hochlaufen, ne? Klar, vielleicht kommt noch ein Wolf, hä? Viel zu weit und jetzt müssen wir echt wieder runterlaufen wegen den ganzen Materialien. Oh nein, jetzt fallen die runter. Ah, Mist. Egal. Macht uns nichts aus, wir laufen weiter. Hier hinten habe ich dann die nächste Höhle markiert. Vielleicht sieht man die von hier schon. Die muss da hinten irgendwo sein. Hier unten wäre noch ein Ei. Hier hinten an der Felsformation. Ne, hier ist noch ein Ei. Aber das lassen wir mal. Das nehmen wir dann vielleicht auf dem Rückweg mit, meine Lieben. Da muss die Höhle sein. Da oben ist die Höhle. Irgendwo ist die Höhle da oben drin.
Ach, na guck mal, was hier kommt. Gesellschaft in Form von irgendwelchen Skeletten. Das ist aber schön. Hi! Das war tatsächlich nur eins. Ein Skelett. Echt? Da laufen wir halt lieber etwas langsamer runter. Würde ich vorschlagen. Das ist wieder nur Silber. Es ist wirklich wieder nur Silber. Ich habe schon hier zwei oder mehr Silberadern habe ich hier wirklich schon ausgebeutet. Wie ein... Naja. Ich sag mal, ich werde dann die Eier einfach zwischen den Folgen holen. Ich kann eh nichts anders... Mein Lieben, ich kann eh nichts anders machen, außer nur die Eier holen. Und ihr wisst ganz genau, mit 500 Traglast muss ich immer zwei Eier holen. Und dann muss ich halt immer wieder runter zur Base laufen. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Immer zwei Eier holen, wieder runterlaufen, zwei Eier holen. Ich kann euch mal zeigen, wie viel es hier Eier insgesamt gibt. Wir haben zwei Stück, haben wir. Dann gibt es hier noch eins, da und da. Also insgesamt gibt es sechs Stück. Wie viel genau und für was wir die brauchen, wollte ich noch recherchieren. Ich bin wirklich noch nicht dazugekommen. Seht mal es bitte nach. Aber hier muss es dann, hier schaut mal, hier gibt es garantiert noch eins. Bitte kein Eisgolem oder wie das Ding heißt. Kannst du, ne? Hier muss irgendwo noch eine Höhle sein. Au. Entweder ist die etwas weiter unten. Ich nehme jetzt wirklich an, die ist ein bisschen weiter unten. Jawohl. Tatsächlich. Wir haben ja sogar ein Wegvisier gefunden. Aber wie gesagt, nur eins. Aber immerhin. Vielleicht finde ich unterwegs noch eins. Dann werde ich es auf jeden Fall anmarkieren. Und... Ja, und dann werden wir drüber reden. Es gibt immer drei verschiedene Markierungen auf der Karte von den Wächtern. Immer drei Stück. Wow, das sieht ja geil aus. Ist das ein Golem? Das hat sich echt gerade angehört wie ein Golem, ne? Da kommt wieder so ein Ulf. Hey, Ulf! Okay, das ist ein bisschen eine größere Höhle, ne? Das ist bisher eine richtig große Höhle. Das ist ja geil. Habt ihr das schon mal gesehen? Also es gibt Höhlen, die sind viel größer und es gibt Höhlen, die sind tatsächlich richtig klein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir mal so eine große Höhle finden. Oh Mann. Okay, essensmäßig sind wir noch gut drauf. Schaut euch mir bitte an, wie verwinkelt diese Höhle bitte ist. Von der Traglast haben wir noch, also Platz haben wir noch genug. So wie es aussieht, ne? Und wir sehen ja auch immer mal was. Sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, halt ein bisschen dunkel, aber so muss es sein. Wie weit geht das hier runter, bitte? Okay. Moin! Das sind vielleicht... Wisst ihr, was es ist? Das ist geil wegen den Überresten, wegen den Innereien. Ich will jetzt nicht wissen... Genau, ich will jetzt nicht wissen, was genau hier passiert ist. Aber... Ja. Kommt wieder so ein Ulf. Wow.
Sag mal, liegen die hier einfach so auf dem Erdboden, die Fleischreste? Weil manchmal sehe ich welche, manchmal sehe ich keine. Das ist... Also manchmal... Also Jute gibt es leider nimmer. Wir könnten zum Beispiel das Bronze, das könnten wir gerne noch mitnehmen. Leider keine Bronze. Schade. Aber gut, so ist es. Ey, wir haben heute richtig Überstunden gemacht, ne? So, kommst du her und lässt dich noch mal... Genau. So, und hier müssen wir runter. Mein Lieben, hier müssen wir halt jetzt irgendwie runter. Gehen wir zumindest mal einen Stockwerk runter und gucken mal, ob es hier irgendwas gibt, was sich lohnt abzufarmen. Also hier unten liegen jede Menge Kristalle. So eine schöne Kristallformation liegt hier unten. Okay, das ist ja geil gemacht. Nein. Doch. Das sind zwei. Mein Lieben, das ist nicht nur einer. Das sind zwei. Wie kommen wir hier wieder raus? Wir müssen hier hoch, ne? Wir müssen hier hoch. Gegen zwei solche Dinger antreten. Klar, ganz besonders viel Spaß macht das, ne? Wow. Ist klar. Wir haben geblockt. Oh, Mist. Oh nein, das sind jetzt... Jetzt kommen tatsächlich zwei. Boah, wie fies, ne? Also gegen zwei antreten macht... macht dann gar keinen Spaß mehr, ne? Ich bin offen und ehrlich. Ich hätte mir trotzdem unheimlich gerne dieses Wegvisier durchgelesen. Beziehungsweise, was es da so Tolles gibt, ne? Boah, das hätte ich schon gefeiert. Bäh! Aber wir können nur eins machen. Boah, was ein Schlag. Ich meine, ja gut, es kostet dir halt jede Menge Gesundheit, aber die können zumindest mal nicht krabbeln. Ja, die können zumindest mal nicht klettern, so wie wir das sehen. Sag mal, treffen wir die dann überhaupt nicht, oder wie ist das jetzt hier? Ja, jetzt regenerieren wir erstmal ganz in Ruhe, ne? Das macht ultra wenig Damage, also ultra, ultra wenig. Und vor allem Regeneration, könnt ihr vergessen. Z, V und B. Mich würde ja mal interessieren, wo sind die besonders schwach? Hier haben wir zum Beispiel mal einen 11er Schaden reingehauen. Hier zum Beispiel 62. Das war wahrscheinlich direkt auf den Kopf, hä? Ich meine... Das wäre geil, wenn man das so schaffen würde. Ich glaube da zwar nicht so dran, aber... Die Dinger haben irgendeine eklatante Schwäche. Irgendeine. Mich würde halt interessieren, mal welche. 20. Vielleicht ist tatsächlich wirklich der Kopf, ne? 22, 3. Bin vorbeigeschossen. 19. Also am Fuß keine Chance.
Eine Angel. Da stand halt eine Angelrute. Kostet halt immer 18. Das Schöne ist dran, wir haben mal wieder relativ viel Ausdauer. Das heißt, wir können es echt mal probieren. Ja, wir haben geblockt. Kein Problem. Alles cool. Locken, Sekundärangriff, ausweichen. Leertaste. Ach ja, so. Ja, genau. Müssen wir es einen zuhauen lassen? Ah, ich hab's gewusst. Okay, alles klar. Ja. Wir müssen nicht wegspringen. Wir müssen einfach ausweichen. Maustaste 2 gedrückt halten und dann die Leertaste drücken. Dann rollen wir unter dem durch und nicht wegspringen. Ich habe gewusst, dass das nichts wird. Ich habe es echt gewusst. Aber so ist es halt. Gemütlichkeit 12, dann warten wir mal. Dann müssen wir halt schleunigst wieder in die Höhle zurück, ne? Wir werden uns jetzt gar nicht so zum Anziehen organisieren. Genau, wir werden nur minimal was zu essen mitnehmen. Einen Frosttrank. Entschuldigung. Wisst ihr, was das Problem ist? Vom Equipment her haben wir leider gar nichts da. Wir können uns maximal irgendwas ganz schnell auf die Schnelle irgendwas herstellen. Na, eine Keule. Mit ein bisschen Holz. Komm, wir stellen uns eine Keule her. Wir haben sonst gar nichts da. Wir haben null da. Wir können uns zur Not... Ja, gut, komm. Wir können uns doch so ein bisschen so... Eisenrüstung können wir uns zur Not noch herstellen. Und das war's schon. Also... Ja, dafür müssen wir halt dann aufgerüstet sein. Gut. Zumindest haben wir einen Helm. Geil. Zumindest haben wir einen Helm. Helm ist immer gut. Wir könnten uns auch noch ein Holzschild. Ein Holzschild könnten wir uns auch noch organisieren. Ja, auch kein Thema. Wie gesagt, zu diesen Feuerpfeilen. Hier gibt es dann zum Beispiel die Obsidienpfeile. Die machen sehr viel Schaden. Unglaublich. Ja, die Obsidienpfeile, die hauen richtig rein. Ne? Ihr seht's. Da bräuchte man halt... Oder hier Giftpfeile. Wahnsinn. Ein bitterer Stich aus der Ferne. Bräuchte man noch Schlamm dazu. Und die Stufe 3. Und dann könnten wir uns auch schon Giftpfeile herstellen. Das ist vielleicht gegen die gar nicht mal so schlecht, oder? Was meint ihr? Wir müssen aber trotzdem... Wir müssen irgendwie wieder raus. Wir müssen zu der Höhle. Das heißt, ob wir wollen oder nicht. Regenerieren. Schauen, wo ist die Höhle. Da hinten. Und weiter geht's, ne? Da brauchen wir gar nicht, also... Hier brauchen wir jetzt keine Ausreden. Sondern da geht's einfach dahin. Ja, wir sehen's schon. Zum Glück haben wir ein gutes Buff-Food eingenommen. Dass wir wirklich hier sehr schnell sehr hoch kommen. Dann haben wir noch den Ausgeruht-Bonus dabei. Und so weiter und so fort. Also das bringt schon Punkte. Au, das war klar. So, komm, regeneriert dich, bitte, sei so gut. Das kannst du auch im Laufen machen. So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Genau, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Müssen wir uns so noch kurz ausrichten. Da hinten ist die Höhle. Also hier runter, drüben wieder hoch.
Aber denk dran, denk dran, denk dran. Du bist hier kurz vorm, im wahrsten Sinne des Wortes, kurz vorm Abnippeln. Ausdauer ist wirklich gut, dass wir es haben. Ist echt gut, ne, die Ausdauer. Hier gibt es das Ei und hier hinten wäre dann die Höhle. Das, die muss dann hier oben gleich irgendwo sein. Oh nein! Oh! Hier oben ist dann die Höhle, da muss dann das sein, da muss dann das sein. Mein Lieben, ich mache einen kurzen Schnitt rein, bin sofort wieder da, wir treffen uns in der Höhle. Okay? Okay, mein Lieben. Und dann auf zum hoffentlich letzten Turn. Ich werde es jetzt so machen, dass ich jetzt tatsächlich die letzten Pfeile hier ausgebe. Irgendwie, wenn es geht, dass ich den hier so gut wie es geht niederklopfe. Also wir haben ja schon drei mächtige Schläge beim letzten Mal tot ausgegeben. Beziehungsweise haben wir den ja wirklich zugefügt. Und ich will den jetzt auf jeden Fall mit meiner Keule irgendwie ummappen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier. Ich habe wirklich echt keinen Bock mehr. Komm jetzt. Ja! Wir haben es geschafft. Meine Lieben, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das Ding echt umgeklopft. Unglaublich. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe wenigstens mal diesen Wegekristall durchlesen oder wie immer das Ding heißt. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, dass zwei Steingolems hier rumlaufen. Zwei Stück. Und vor allen Dingen, wir sehen völlig alt aus. Gegen die haben wir absolut keine Chance. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das macht auch keinen Spaß gegen die. Eisenhelm 1. Achso, jetzt haben wir die 4 auf. Okay. Aber das, die sind echt krass, die Dinger. Schaut mal, wer hier liegt. Feuer. Also, wenn ich das jetzt hier mal nachvollziehen darf, dann ist es tatsächlich in dieser Höhle so, dass hier mal schon mal jemand versucht hat zu kämpfen. Und zwar, die Tiefen der Höhle versprachen mir Reichtümer. Abwärts ist leichter als aufwärts, wie sich herausstellte. Der See half, so gut er konnte. Aber viel war es nicht. Es hat mich Kraft gekostet, ihn nicht ganz zu leeren, um euch müden Reisenden eine Chance zu geben, so wie ich sie hatte. Ich hoffe, ihr seid besser vorbereitet hierher gekommen als ich. Wenn nicht, gibt es hier neben mir Platz, um sich einfach hinzulegen und auszuruhen. Oh, 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 alles klar. So, dann wisst ihr Bescheid. Das hier war mal ein See. Da ist halt alles einfach so zugefroren. Aber das war tatsächlich mal ein See. Ja, ist klar. Das ist halt alles Eis, ne? Aber sehr, sehr geil gemacht. Und jetzt, meine Lieben, gönnen wir uns mal auf dem Weg nach oben. Gönnen wir uns einfach mal ein bisschen Licht, würde ich sagen. So, ein bisschen schönes blaues Licht. Dann hoffen wir mal, dass wir tatsächlich hier wieder so rausgekommen sind, wie wir hier rein, wie wir hier runtergestürzt sind. Also nach den 5000 Toten, die wir hier erlitten haben. Aber kann das sein, dass es noch... Nee, das geht nur wieder hoch. Okay, das geht tatsächlich hier nur wieder hoch. Hier kommen wir nicht weiter. Hier liegen noch Kristalle in der Gegend rum. Okay, die nehmen wir gerne mit. Dankend nehmen wir die an. Wisst ihr, wie das klingt, dieses Rauschen? Dieses Raunen, unglaublich. Da kriegt man echt Angst. Aber wir sind wieder draußen. Wir sind fast wieder draußen. Müssen kurz regenerieren. Wow. Okay, dann drehen wir mal. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende hier, ne? Hier geht's auch noch hoch. Komm, 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 komm. Lass mich jetzt im Stich hier. Boah. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind zumindest wieder draußen. Das haben wir schon besucht. Da hinten waren wir auch schon. Hier hinten müssen wir, glaube ich, nicht hin. Hier gibt es keine Schätze. Hier hinten. Hier waren wir schon. Hier sind wir ja auch schon durchgebrochen. Und so weiter und so fort. Und ja, das war die große... Das war dieses Mal eine richtig riesengroße Höhle. Mit allem drum und dran. Und sogar mit zwei Endgegnern hier unten drin. Mit zwei. Nicht nur mit einem, sondern tatsächlich mit zwei. Boah. Ich glaube, hier kommen wir... Antike Höhenmarkierung. Ja, wir kämpfen gegen einen großen... Ich sag mal, es gibt ja in anderen großen Spielen... Ich nenne das zum Beispiel Nummer 1 in diesem... im WoW damals gab es auch so ein... Wie soll ich denn das sagen? Da gab es auch so eine Art Werwolf, oder der hat sich dann einfach Warg genannt oder so. Ich denke mal, das hier ist ähnlich. So, keine Fähigkeitenabnutzung. Und wir müssen auf jeden Fall mal schauen, dass wir wieder nach Hause kommen, ne? Ich hatte euch ja gesagt, die Höhle werden wir... Ah.
Die Höhle werden wir markieren. Und Mensch, die Höhle werden wir markieren. Und dann werde ich die dann einfach durchstreichen, so damit wir das sehen, dass wir da drin einfach mal waren. Hier hinten sind noch zwei. Hier ist noch eine. Und dann war es das. Hier, ach ne, hier gibt es auch noch eine. Ah, schau doch mal her. Also hier unten gab es da noch eine. Ihr habt gesehen, wenn wir einmal so eine Loot-Runde starten und so weiter und so fort, wie lange das halt braucht durch so eine Höhle durch. Aber ich finde das absolut geil. Also ist eine schöne Szenerie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Diese Höhlen gefällt mir richtig, richtig gut. Mein, nicht so gut gefallen mir halt die Eisgolems, die halt dort drin rumlaufen, ne? Aber sonst im Großen und Ganzen gefällt mir das richtig gut. Wo ist denn? Ja, wir laufen direkt drauf zu, ne? Ne, wir müssen etwas weiter runter. Dort unten das Wegvisier, das hat man schon. Hat man uns schon angeschaut. Hier unten. Wenn wir Glück haben. Was für ein geiler Treffer. Ich wollte eigentlich nicht so weit runter. Ich wollte doch nicht so weit runter. Egal. Jetzt haben wir wieder diesen Lootbug. Warte mal, hier unten ist dann auch wieder so ein großer. Ey! Nein, das gibt. Wir sind an einem Elite-Wolf gestorben. Wir sind gerade eben an einem Elite-Wolf verendet, meine Lieben. Unglaublich. Also ihr seht, wie gefährlich das hier ist im Gebirge. Sehr, sehr geil. Jetzt machen wir das so, wie wir es immer gemacht haben. Wir werden kurz aufstehen. Na, da werden wir uns kurz umgucken. Es ist ja immer noch früh am Morgen. Das heißt, wir legen uns ins Bett, ruhen uns aus, holen dir einen Hotbonus, holen uns gleich noch einen Frosttrank. Und wenn wir es irgendwie schaffen, holen wir uns vorne noch ein ganz kleines bisschen Frosttrank und dann noch ein bisschen Bufffood. Und dann würde ich sagen, laufen wir gleich wieder raus, ne? Mittlerweile ist schon Tag. Ja, ihr seht's. Bam, 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 bam. Dann warten wir kurz. So, und dann schaut mal, wo wir wieder verendet sind. Hier oben. Also müssen wir mindestens wieder zur ersten Höhle laufen. Ach ja. Und da gibt es wieder wunderschöne Drachen. Und es gibt garantiert wieder auch Wölfe. Und es gibt garantiert wieder auch diese Fenriers, diese großen. Die nur auf uns warten, dass wir vorbeilaufen. Zum Glück können wir relativ schnell regenerieren. Das ist das einzige Plus hier gerade in der Situation. Bin offen und ehrlich. Und das müssen wir auch. Wir dürfen gar nicht viel Zeit verlieren. Normalerweise hätte ich so gemacht, dass ich wenigstens noch einen Ausdauertrank mitnehme. Na komm, komm. Da drüben ist die Frosthöhle. Zumindest die Höhle Nummer 1. Und danach, hier oben drauf, da sind wir verendet. Vorhin. Genau, komm du noch ein bisschen recken. Sehr schön. So, dann laufen wir schon mal in der Höhle vorbei. Ist ja erstmal egal. Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Es ist schon, es macht schon unheimlich Spaß, ne? Also. Da oben sind wir verendet. Also, die steilste Wand hoch, die wir irgendwie finden können. Dann nochmal irgendwie, wie es geht, regenerieren. Dann halt erstmal hin und wenigstens erstmal die Ausrüstung schnappen. Vorsicht vor den Wölfen da unten. Okay, schnell ausrüsten. Das Platz 1, das Platz 2. Dann hat man den Bogen auf der 3 und die Hacke auf der 4. Und dann werden wir uns schnell hier mal anziehen. Boah.
War das eine spannende Folge? War das heute eine spannende Folge? Also ich glaube, besser geht's nicht. Also vom, wie soll ich denn das sagen? Vom Erfahrungsgrad her war es absolut mega. Auch so von der Spielweise her, gerade die Wölfe. Also wenn einen die Wölfe beißen, dann ist vorbei, ne? Also dann taumeln wir und dann fallen wir dann irgendwann, fallen wir halt dann tatsächlich mal um. Schon schick. Ja, die Höhle hat wir, die haben wir auch. Und hier unten kommen wir dann tatsächlich nach Hause. Einfach hier. Ja, das hätten wir. Wir hätten auch so eine kleine Location nehmen können. Hätte ich das gewusst, dass es hier solche Locations gibt, hätte ich gleich so eine genommen. Aber gut. Das weiß man ja davor nie, ne? Okay. So, hier runter. Komm schon. Lass mich jetzt nicht im Stich, bitte. Ich habe schon wieder irgendwo einen Wolf gehört. Ich habe schon wieder irgendwo. Sehr schön, wir sind wieder zu Hause. Boah, wir sind wieder zu Hause. Sehr, sehr geil. Ich sag mal, in der Folge war definitiv nicht die Höhle das Ziel, sondern auf jeden Fall erstmal der Weg. Und das hat mega Bock gemacht. Das hat echt mega, mega Spaß gemacht. Also, wir haben es geschafft. Wir sind mal wieder zu Hause, ne? Also, der Lohn der ganzen Mühe, der Lohn der Arbeit sind sehr, sehr viele Kristalle. Gerade, ne? Also, hier sind 50 Kristalle. Was war, ne? Ein Kristallsplitter aus den Tiefen der Erde. Sehr, sehr viele Wolfspelze, viel Fleisch, Knochen und so weiter und so fort. Angelköder, ja, das ist das mit der Angel, haben wir ja gefunden. Jute haben wir noch gefunden. Kohle und so weiter und so fort. Rubine, also hier, ne? Sehr, sehr, ja, sehr, sehr schicken Stuff. Eine Ulf-Trophäe, ein rauer Schwanz von einem nicht zu braven Jungen. Und ja, wie gesagt. Dann, meine Lieben, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Ja, wir haben noch Steine, wir haben noch Bronze da. Wir haben eigentlich alles da, was geht. Wir haben es sogar, ich hatte sogar etwas Silber vorbereitet. Und ganz kleines bis jetzt wisst ihr mal, was ich hier in der letzten Zeit wirklich angestellt habe. Hin und her und kreuz und quer und so weiter und so fort. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was uns dann in den nächsten Folgen hier noch erwartet. Wir werden noch ein oder zwei Höhlen erkunden. Ich werde auf jeden Fall die Eier runterholen. Alle. Und wenn wir dann die Eier so gut wie es geht hier runtergeholt haben, dann werden wir mal gucken, weil ich habe nämlich unten ein Wegeschild gesehen. Und das ist tatsächlich so, dass man, wie es aussieht, mit den Eiern diese Wächterin rufen kann. Okay? Da bin ich aber mal gespannt, ob das tatsächlich so ist. Wie gesagt, bis jetzt haben wir nur hier oben die Drachenmutter, da oben. Und wie wir da hinkommen, das wird mal noch so eine Aufgabe werden, oder? Was meint ihr? Aber bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Valheim hier wieder mit dabei seid. Die Drachenmutter muss fallen, ganz klar. Und wenn die Drachenmutter, wenn wir es dann geschafft mal haben, dass wir die Drachenmutter mal zu Fall bringen, gucken wir uns dann auf jeden Fall noch das nächste Biom an. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder einen kleinen Schnitt mit Valheim, weil danach kommen dann nur noch die Mistlands und die Mistlands werden zurzeit noch so ein bisschen umgearbeitet und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wir gucken uns in jedem Falle noch das nächste Biom dann nach dem Gebirge an und dann bin ich mal gespannt, was uns auch dort erwartet. Dann herzlichen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye, bye!